Gemüsecurry mit Kokosnuss, 500 Gramm Brokkoli, 150 Gramm grüne Bohnen, etwa 6 Babymaiskolben, 6 Champignons, 1 Süßkartoffel, 1 Handvoll Kirschtomaten, 1 halb Bund Koriandergrün, 1 Limette, 2 Esslöffel Kokosraspel, 2 Esslöffel gelbe Currypaste, siehe Seite 19, Klammer zu, 2 Esslöffel Pflanzenöl, Kokosmilch, Namplar, Klammer auf, Fischsoße, Klammer zu, Salz und Pfeffer an Viertem, Zitruspresse, den Brokkoli in Röhrchen zerteilen, den Stielansatz von den Bohnen entfernen, die Maiskolben der Länge nach aufschneiden, die Champignons vierteln, die Süßkartoffel schälen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden, die Tomaten vierteln, die Korianderblättchen von den Stängeln zupfen, die Limette auspressen, in eine Pfanne ohne Fett die Kokosraspel unter ständigem Rühren anrösten, bis sie leicht bräunen, dann sofort herausnehmen, das Öl in einem Topf erhitzen und die Currypaste darin 2 bis 3 Minuten garen, dann mit der Kokosmilch, dem Limettensaft und der Fischsoße aufgießen, zum Kochen bringen, abschmecken und die Süßkartoffel zufügen, 10 Minuten garen, jetzt den Brokkoli, die Bohnen, den Mais und die Champignons dazugeben, weitere 15 Minuten garen, das Gemüse muss während der Garzeit immer mit Kokosmilch bedeckt sein, die Soße wird mit der Zeit immer cremiger, das Gemüse in einer Servierschüssel anrichten und mit 1 bis 2 Schöpflöffel der Soße aufgießen, noch einmal abschmecken, den Koriander und die gerösteten Kokosraspel dazugeben und servieren. Tipli 1,111-1G1271N11111 Klammer zu, 1 in mit Klammer auf Kilometer Koko N1. Pet Variation